haben den Ländertag auf der Grünen Woche in Berlin eröffnet. Traditionell präsentieren sich hier die Ernährungs- und Landwirtschaft. Wie haben sich die Branchen entwickelt? Beide Branchen haben sich hervorragend entwickelt. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir vor 25 Jahren das erste Mal dabei waren und jetzt wirklich eine Bilanz aufweisen, dass wir eine eigene Halle füllen und diese, man sieht es ja auch im Hintergrund, völlig gefüllt ist, dann denke ich mal, ist das ein Zeichen dafür, dass wir qualitativ Hochwertiges anzubieten haben. Mit über 6 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt in diesem Bereich sind wir eine der stärksten Wirtschaftsbranchen und mit über 26.000 Beschäftigten ist von Jahr zu Jahr mehr dazugekommen an Beschäftigung, aber auch an Innovationen. Wir haben auch ganz neue Produkte heute hier, auf die wir stolz sind, zum Beispiel die Whisky-Salami, aber auch die Dönersuppe. Sie gehen reißend weg. Das ist ein Zeichen dafür, dass man einfach mit Sachsen-Anhalt und der Ernährungsgüterbranche und der landwirtschaftlichen Urproduktion gute Dinge mit verbindet, die wir international inzwischen präsentieren können. Für Sachsen-Anhalt gibt es in diesem Jahr sogar ein Jubiläum zu feiern. Seit wann ist das Land auf der Grünen Woche dabei? Mit der Wiedervereinigung haben wir natürlich unsere Chancen genutzt, auf der Grünen Woche jährlich auch präsent zu sein. Das haben wir kontinuierlich durchgehalten mit einer eigenen Halle und inzwischen 82 Firmen, die hier ausstellen. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass auf der einen Seite Firmen dabei sind, die von Anfang an dabei waren, aber auch immer wieder neue Firmen angelockt werden, sich hier gemeinsam zu präsentieren. Und keiner hat es bisher bereut, hier gemeinsam sich entsprechend auch auszustellen. Und deswegen macht es auch Spaß, von Jahr zu Jahr diese Besuche hier vorzunehmen und die Firmen herzlich zu begrüßen, aber auch die vielen Gäste, die aus nah und fern zu uns kommen. Sie werben hier in Berlin auch für die Bundesgartenschau. Wann startet die BUGA? Die BUGA startet am 19. April. Ich habe gerade mit meinem Kollegen Woidke aus Brandenburg auf einer gemeinsamen Veranstaltung diese Präsentation vorgenommen mit den Bürgermeistern aus Brandenburg, aber auch aus Havelberg. Und viele, viele Karten sind schon verkauft. Es fährt ein Zug von Rathenow nach Havelberg stündlich, sodass man entlang dieser Reise, entlang der Havel, auch viele, viele Punkte besuchen kann und auch als Dauergast eine Chance hat, diese BUGA so richtig zu genießen. Denn es ist zum ersten Mal eine landesgrenzenübergreifende Bundesgartenschau. Es ist eine Bundesgartenschau, die 5 Hauptpunkte aufweist. Einer davon mit Havelberg bei uns in Sachsen-Anhalt. Ein völlig neues Konzept, was viele, viele auch Touristen und Besucher auch anlocken wird. Und ich kann nur sagen, wer ab April bis Oktober nicht die Bundesgartenschau besucht hat, der hat echt was verpasst.